А вы знаете, мы хотим поехать вокруг Черного моря. Кам надо, нам надо налево или направо? Ingredients of democracy. Παράγοντες μιας δημοκρατίας. Der Traum von einem neuen Griechenland. Das Grenzgängerprogramm wendet sich an Autoren für Film, Literatur, aber auch Fotobücher, Radioproduktionen und gewährt Förderungen im sehr frühen Stadium. Dabei ist es uns wichtig, dass Autoren gefördert werden, die ins Ausland gehen, die den Sprung über die Grenze wagen, deswegen Grenzgängerprogramm. Und bisher standen im Mittelpunkt vor allem die Länder Osteuropas, auch Zentralasiens. Und neu ist, dass wir auch intensiver nach Asien gehen und auch nach Afrika. We went to China in 2016 because we wanted to find out who are these women and what they think about the past when this photo was taken. Also wir suchen natürlich Projekte, die im Entstehen sind, wo Autoren nicht nur eine gute Idee haben, sondern wo sie schon vorrecherchiert haben. Sie haben ein Thema, sie haben schon nachgespürt, was könnte man daraus machen, wie könnte man es realisieren. Und ganz wichtig ist vor allem, dass sie einen Brückenschlag versuchen. Ich war dank des Grenzgängerprogramms gerade 8 Wochen in China. Ich bin Fotografin, ich war die letzten 3 Jahre in Ägypten. Wir fahren im Herbst für 4 bis 8 Wochen nach China. Ich war in Hongkong für 4 Monate. Ich habe gearbeitet über Tschetschenien. Tschetschenische Kampfsportler im Exil und war dafür in Polen und in Österreich. Ich wollte sehen, ob das Bild, das ich von Istanbul habe, der Realität entspricht. Das ist eben im Grenzgängerprogramm der Kernpunkt, die wirkliche Auseinandersetzung mit dem anderen, mit der anderen Kultur. Und dabei eben ist es uns wichtig, dass der Autor wirklich Zeit in dem Land oder in den Ländern, in denen er recherchiert, verbringt und an seinem Werk arbeiten kann. Es muss schon erkennbar sein, dass der Bewerber schon eine konkrete Idee hat, wie er es realisieren möchte. Denn uns ist natürlich auch wichtig, dass die Umsetzungschancen dieses Projekts realistisch sind. Wir haben Grenzgänger aus beiden Welten sozusagen im Auge. My object is to have this research here, writing the script and have my first feature film produced here about Chinese queer artists living in Berlin. Das Grenzgängerprogramm fördert nicht nur die Recherche, sondern auch darüber hinaus die Verbreitung des fertigen Werkes. Das heißt, gemeinnützige Veranstalter, Kulturhäuser zum Beispiel, können Autoren einladen und werden von der Robert-Bosch-Stiftung dabei unterstützt. Sie lagen da und hielten die Augen geschlossen. Wie heißt das, wenn das Meer ruhig ist, fragte sie. Lesungen und mit Menschen in Austausch zu treten, die dieses Buch lesen oder denen ich das vorstellen kann, ist ja das ganz Entscheidende. Dort erzählte Taiga uns von einem Cousin aus Prijedor im Norden Bosniens. Der langhaarige Held der Stadtjugend, weil talentierter Gitarrist. Die Finger seiner rechten Hand tanzten über die Saiten. Um eine Geschichte wirklich und in einer vielleicht bestmöglichen Art und Weise erzählen zu können, muss ich wissen, wo sie geschieht, und muss ich auch diesen Ort verstehen und wirklich erlebt haben. Es braucht die Recherche und es braucht das Reisen aufgrund von Ehrlichkeit. Musik